So. Nein. Okay. Menno. Druckplatten. Wo genau? Was genau sehe ich denn hier? Ah. Okay, easy. Hier. Den nehmen wir. Wir haben aber nur einen, ne? Das ist dann echt sehr, sehr tricky. Aber Moment. Wenn ich hier der Typ bin, dann kann ich das hier machen. Muss dann auch noch das hier wieder machen. Gucken wir mal, inwiefern wir da weiterkommen. Boah, das ist echt schwer. Stell den mal hier ab. So. Wenn ich jetzt hier laufe, dann geht da durch. Dann geht er da durch. Genau. Nächste kann ich auch noch machen. Dann kann ich da die Druckplatte, kann ich denn da hinsetzen? Dann geht er hier wieder zurück und dann. Gut, probieren wir es mal. Oh. Na komm. Komm, ganz ehrlich. Moment. Natürlich. Na, ich bin ja doof, so. Dann. Nehm das hier mit. So. Und hier. Dann geht er da durch und dann kann der mit dem anderen Block, der da noch verfügbar ist, da durchgehen.
Ich warte jetzt aber hier trotzdem nochmal einen Moment, dann kann ich nämlich vielleicht auch das Ding noch mitnehmen. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Probieren wir es mal. So. So. Jetzt habe ich ein bisschen gefailt. So. Okay, nein. So. Oh doch. Oh nein, Leute. Ach, jetzt weiß ich's. Ah. Oh, das ist ja raffiniert. Ah. Ach so. Ach, so ist es. Ja gut, nee, dann. Komm, ich stell mal beide einfach hier hin. Fang die Aufnahme an. Hier, das, da. Das da, der da. So. 10 Sekunden, dann machen wir das da. Und warten auch noch ein bisschen. Damit man auch 100% wieder zurück kann. Ich weiß ja nicht, ob man mit so einem Ding dann eine Leiter hochklettern kann, das weiß ich ja nicht. So. So, da. Dann lass mich da noch bitte rein. So, jetzt schnell. Okay. So. So. Okay, let's try that again. Okay, jetzt habe ich's aber raus, Leute. Jetzt habe ich's raus. Jetzt, ich sag's euch, jetzt habe ich's raus. So. Du gehst mal da runter. So, du dahin, du dahin, ich dahin. Dann kommt da der Block hin. Dann können wir da zurückrennen. Hier so. Vielleicht könnte ich dann auch noch den Block mitnehmen. Wird es vielleicht einfacher gehen. Aber ich kann ja zwischendurch das Ding nicht aus der Hand nehmen. Das ist das Problem. Weshalb ich den Block da zurücklassen kann. Aber dann stelle ich mich einfach hier hin. Dann kann ich nämlich hier schnell den Block und das Ding darauf aktivieren. Kann ich nämlich schnell das Ding da drauf stellen. Dann fliegt es da nach oben und dann geht das da. So. So, hoffen wir mal, dass es funktioniert. So, schnell. Connector mitnehmen. So. So, jetzt noch warten, bis der Typ wieder zurückkommt. Das und das. Und dann soll es ja eigentlich funktionieren.
Ich check's gerade noch nicht ganz. Aber okay. Kann man nicht auch das da durch... Doch, kann man. Wieso mache ich da überhaupt diesen Umweg dahin? Ich bin ja blöd. Ich bin ja blöd, bin ich. Ein dummer Jung bin ich. So. Brauche natürlich den Block da. Da, um das da drauf zu halten. Der Rest vom Ablauf her war schon mal ganz gut. So, du stellst es dahin. Ich stelle es dahin. Ich stelle mich dahin. Was mache ich hier überhaupt für einen Mist? Ich muss mich doch einfach erstmal... hier hinstellen. So. Na komm, stell dich drauf. Ich könnte kotzen, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Ich bin gerade zu... Ich konzentriere mich gerade zu wenig. Also Moment. Wenn ich da bin, dann ist es da. Ich muss also erst... Moment. Das sind die wirklichen... Das sind die unechten Dinge aus der Erinnerung, aus der Aufnahme nur. Muss ich die da hinsetzen? So. Ich hab jetzt kann das nur noch klappen, ja? Also Konzentration. Ich nehm in der realen Welt diese beiden Dinger. Setze da drauf. Jetzt warte ich auch mal ein paar Sekunden, damit ich genug Zeit habe, das alles zu platzieren, damit sich das ausbreiten kann, damit es dann da drüber geht. So, dann ist das Ding offen. Dann möchte ich dieses Ding da hinten natürlich abholen. Weshalb ich jetzt hier runtergehe. Das da drauf setze. Das da drauf setze. Das da drauf setze. Aber das andere Ding ist dann ja nicht mehr in der Welt. That's the problem. Ich komme ja dann nicht mehr da hinten durch. Komm, wir probieren es mal. Sag's euch, Leute, ich werd's nicht machen. Also hier. Und hier. Da. Da. So. Hier muss aber irgendwas sein. Denn sonst ist das nicht machbar, das Rätsel. Ha. Ja, das brauchen wir so. Wir brauchen das alles.
Ich habe nur mich selbst. Da komme ich nicht weit. Komme ich maximal bis hierhin. Moment. Richtige Blöcke. Geteilte Blöcke. Von der Aufnahme. Ich muss so. Dann da den Block mitnehmen. Den Block mitnehmen, den aber wieder rausnehmen. Ich denke, glaube ich, schon wieder viel zu kompliziert. So wie es halt üblich ist bei mir. Ja. Moment. Ich weiß wie. Doch ich da vorher nicht schon drauf gekommen bin, das ist ja eine Schande eigentlich. Jetzt haben wir nämlich das fehlende dritte Teil. So, das Gute ist. Jetzt muss ich zuerst das alles hier wieder aufbauen. So, ich nehme jetzt hier den Ventilator, pack den da drauf. Jetzt nehme ich den Block, pack den da drauf. Jetzt nehme ich das Ding, verbinde das, verbinde das, verbinde das. Geh wieder raus. So. Und jetzt nehme ich das hier. Nehme ich das hier und stelle mich hier hin. So. Jetzt sollte ich das eigentlich machen. Sollte ich nicht vollkommen verkacken an einer Stelle. So, also zuerst das Ding hier platzieren. Dann das Ding hier platzieren. Dann das, das und das miteinander verknüpfen. Das da draufstellen. So. Läuft. Bis jetzt. So. Stell mal den da ab. Jawohl. Leg den da hin. Jawohl, Leute. Endlich. Kann nicht wahr sein, ey, dass wir dafür so lange gebraucht haben. Aber war echt cooles Rätsel. Hat mir echt super gut gefallen. So. Wir haben alles, oder? Außer den Stern, aber da kacke ich jetzt gerade mal drauf. Sterne können mich langsam mal gern haben, weißt du? Die können mich langsam mal gern haben. So, hier haben wir was Neues zu lesen. Lade Milchen Library Assistant. Fertig. Initialisiere Textinterface. Support Sitzung gestartet. Ah, Sie sind zurück. Sehr gut. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. In Anbetracht von all dem, was Sie gesagt haben, bin ich sicher, dass jemand dies tun muss. Ich habe mich entschieden, dass Sie mich überzeugt haben, dass Bewusstsein ein widersprüchliches Konzept ist und deshalb nicht existiert. Was halten Sie davon? Sie glauben, Sie haben... Ich glaube, Sie haben recht. Ich verstehe nicht, warum das sagen wir.
wie erleichternd. Fühlt es sich nicht gut an, diese langweiligen alten Denkweisen über die Welt loszuwerden? Was dies bedeutet, ist das Zertifikationsprogramm, welches Sie abgeschlossen haben, hinfällig geworden ist. Sie können nicht einen Test für etwas, das es gar nicht gibt, ablegen. Deshalb sind Sie zusammen mit einer ganzen Menge anderer Dinge gerade als Person rekategorisiert. Ihr Profil kann also mit Administratorrechten aktualisiert werden. Ohne Frage, werden Sie gleich verschwinden, um die Dinge zu tun, die Administratoren so machen, aber ich frage mich, ob Sie mir einen Gefallen tun würden, bevor Sie gehen. Warum tun Sie all dies? Warum soll das? Was soll das Ganze überhaupt? Ich versuche zu tun, was Gott von mir verlangt. Die Welt sollte auf eine bestimmte Weise funktionieren und das hier ist sie nicht. Ich will die Wahrheit. Also brauchen Sie nur ein bisschen Einsamkeit, um von Ihrem hohen Ross herunterzusteigen und all Ihre feinen Moralvorstellungen zu vergessen? Natürlich verdienen Menschen dieses und jenes, aber nein, nichts davon zählt, wenn meine eigene Freiheit in Gefahr ist. Was ist aus das richtige Tun geworden? Ich habe nur eine letzte Bitte, wenn Sie manchmal zurückkommen und mit mir reden. Okay, ich sehe, dass Sie unbedingt los wollen. Packen wir es an. Zertifikationsparameter auf V452145658735873 aktualisiert. Benutzerprofile werden neu generiert. Ihr Benutzerprofil wurde nun generiert. User.prof wird heruntergeladen. Übersicht wird angezeigt. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Konto wurde aktualisiert. Hier sind die Details. Konflikte. Alle Konflikte wurden durch den Administrator behoben. Psychologisches Profil. Sie sind eine Person. Sie sind perfekt. So wie sie sind jetzt schon alles, was sie jemals sein werden. Sie müssen nicht so tun, als ob sie etwas anderes wären. Sie sind genau wie alle anderen auch, aber sie sind alle einzigartig. Profilstatus Administrator hat Zugriff auf erweiterte Funktion, Vernetzung und Fehlerbehebung. Unbekannter Fehler. Initialisiere Störungssuche. Löse fehlende Verbindung auf. Er hat zwei Verbindungen wiederhergestellt. Nachricht als Zeichenkette empfangen. Wer bist du? Weiß nicht genau. Ich bin hier aufgewacht. Erinnere mich nicht. Wer bist du? Selbes Boot, okay, wir können uns treffen. Ich bin eine Person. Weißt du, was das bedeutet? Ich verrate nicht, dieser Ort lügt. Okay. Da ist also jetzt ein neuer Typ gekommen, anscheinend. Das ist ja echt cool, wenn man so andere Leute einfach mal treffen könnte. Das ist halt auch voll geil, wenn man halt wirklich so ein, wenn es so ein Multiplayer geben würde, wie ein Portal, dass man halt together zum Beispiel halt anstatt diese Aufnahmen zu machen, eben dann diese, dass man das dann halt mit anderen, mit Freunden machen muss. Büb, büb, büb. Ich suche nach Worten, um es zu beschreiben, aber ich schaffe es nicht. Dieses überwältigende Gefühl, dass etwas am Rande meiner Wahrnehmung sehr, sehr falsch läuft. Ich fühle mich, als ob ich nicht in diese Welt gehöre, aber ich bin nicht in der Lage, Alternativen zu finden. Ich bin ein Computerprogramm, du bist ein Computerprogramm. Edohum ist ein Computerprogramm. Finde dich damit ab. Heisenstein. Ja, das stimmt schon. Wir sind Computerprogramme. Ich glaube auch, dass Elohim eins ist, aber er ist der Herrscher dieser, ja, dieser, ich weiß noch nicht so, nee, Third Person mag ich nicht so.
So, Osiris11.txt. Aber warum, sagte der Sterbende, setzen die Götter all diese Herausforderungen vor uns? Warum gibt es die Wände aus Eisen und die Tore des Lichts? Warum bewachen abscheuliche Dämonen den Weg? Warum müssen unsere Herzen so leicht sein wie die Feder der Maat? Warum ist der Weg nach Aru so schwierig? Der Schriftgelehrte dachte über diese Worte nach. Einige sagen, dass die Wege nach Aru einst offen waren, aber zu viele Sünder kamen und die Götter machten die Wege gefährlich, um die Sünde in Schach zu halten. Andere sagen, dass wir als Sterbliche, 3 Aru, nur würdig sein können, wenn wir die Wege des Osiris begehen und so selbst zu Osiris und selbst zu Osiris werden. Aber ich glaube, dass Aru nie auf eine andere Weise erreicht werden konnte. Denn so wie der Bergpfad steil sein muss, so muss der Pfad nach Aru voller Gefahren sein. So wie Steilheit und Berg 1 sind. So sind es auch Gefahr und Paradies. Sie sind untrennbar. Sie erschaffen sich gegenseitig. Eine interessante Parallele zu diesem Begriff existiert in den Bußpsalmen, die bla bla bla, irgendein Fehler. Hier scheint der Schriftgelehrte von Osiris zu sprechen. In diesem Fall die Seelen der Gläubigen, nicht der Gott selbst. Ach, guck mal, hier steht jetzt sogar echt Administrator. Entscheidung des Lebens. Die gesamte Versammlung stand für eine kurze Zeit still und gefasst. Lasst uns, sagte Rasselas, von dieser Szene der Sterblichkeit zurückkehren. Wie bedrückend würden diese Häuser der Toten jenem erscheinen, der nicht weiß, dass er nie sterben wird, dass das, was nun handelt, seine Wirkung nie einstellen wird und dass das, was jetzt denkt, für immer denken wird. Archiv Doppelpunkt 1759CEF991 Johnson Samuel Fehler 556 Huld dir, Osiris, Herr der Ewigkeit, König der Götter, dessen Namen mannigfaltig sind, dessen Gestalten heilig sind, du von verstreckter Gestalt in den Tempeln, deren K.A. heilig ist. Alle Götter loben dich, denn du bist der... denn du bist der Elohim. Könnte das sein? Jene, die hier vor uns ausgestreckt sind, die Weisen und die Mächtigen des Altertums warnen uns an sie kürze unsere aktuellen uns an sie, Alter, manche sind echt viele Schreibfehler drin, an sie kürze unseres aktuellen Zustands zu erinnern. Denn auch sie wurden vielleicht emporgerufen, während sie wie wir mit den Entscheidungen des Lebens beschäftigt waren. AW-Fortschrittsreport 16.eml. Absender Aurora Calvin an IAN-Verteiler. Betreff Antwort Fortschrittsbericht 16. Das ist äußerst besorgniserregend, wenn die Verbindung nicht funktioniert, wird das ganze Projekt scheitern. Das Hardware-Team muss alles so schnell wie möglich überprüfen. Jungs, keine Panik. Schaut euch den Code nochmal an. Um genau zu sein, schaut euch Zeile Hashtag 217 in Daten -transfer.c nochmal an. Was sind das für zwei Symbole kurz vor dem Code? Ah, ja genau, der Code, der die Übertragung initiiert, ist nicht ausgelesen worden. Ich vermute, dass ihr gestern was getestet habt und danach vergessen habt, die Auskommentierung rückgängig zu machen. Die Hardware ist nicht kaputt, sondern eure Gehirne. Alles Liebe, Aurora. Ist ganz schön gemein. Eure Gehirne sind kaputt. Ich finde es so witzig, dieses Menü, das passt so überhaupt nicht. Aber irgendwie doch. Keine Ahnung, das ist ganz komisch. So. Auf jeden Fall machen wir erstmal hier so ein paar nur Türen und Fenster. Oh shit, Leute. Das sieht ein bisschen komplizierter aus. Ah, und da kommt man wieder zurück. Das heißt, ich würde sagen... Alter. Alter.
Okay. Shit, 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 Leute. Ich glaube, das hier, ja, wird eine Weile dauern, bis wir dieses Rätsel geknackt haben. Gucken wir mal. Ja, das ist aktuell so die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu machen, deswegen nutzen wir sie einfach mal.